Luxusprobleme für Angelo Barletta im Sturmzentrum seiner Offenbacher Mannschaft. Elia Soriano im Derby gegen Kassel mit Doppelpack beim Startelfdebüt und Matthias Fetsch mit einem Treffer als Joker. Zur Belohnung dürfen die Nummer 21 und 25 des OFC heute im Heimspiel gegen den VfR Aalen gemeinsam von Beginn an ran. Und schon vor dem Anpfiff wird's kurios. Denn die Gäste müssen mit grünen Trainingsleibchen der Offenbacher spielen. Schiedsrichter Vlodarczak sieht zu viel Weiß in der Spielkleidung beider Teams. Die Aalener lassen sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken, trauen sich nach 5 Minuten in den Offenbacher Strafraum. Und Moritz Volz mit dem Abschluss. Noch keine Gefahr für Stefan Flauder. Der OFC tut sich schwer gegen den VfR, der defensiv gut steht. Hier gibt's aber mal etwas Platz auf der rechten Seite. Doch Daniel Bernhardt im Aalener Tor klärt vor Matthias Fetsch. Dann ist eine gute Viertelstunde rum. Vielleicht hilft dem OFC ja ein Standard. Tunay Dennis beim Freistoß, Bernhardt taucht ab. Und 6 Minuten später gibt's schon den nächsten Freistoß. Dieses Mal übernimmt Serkan Firat, wieder Bernhardt. Irgendwie geht Barlettas Systemumstellung auf volle Offensivpower im 3-5-2 bisher nicht auf. Hoffmann hat ganz viel Platz und Andreas Knipfer auf der anderen Seite noch viel, viel mehr. Volz 0-1. Leon Volz, 5 Tage vor Heiligabend, gleichzeitig sein 24. Geburtstag, beschenkt sich heute schon mal selbst. Kein Offenbacher kommt bei Hoffmann mit. Dann ist auch niemand bei Knipfer und Volz fälscht unhaltbar zu seinem ersten Saisontor ab. Pech für Flauder, aber nicht unverdient für die Aalener. Mit der Führung im Rücken werden die Gäste dann noch mutiger. Knipfer dieses Mal mit dem langen Ball. Und da ist wieder Volz. Volles Risiko, nicht belohnt. Nur 1 Minute später. Wieder kommt der Ball raus zum sehr lauffreudigen und aktiven Knipfer. Dieses Mal die flache Hereingabe, aber keiner kommt ran. Von Selbstbewusstsein nach dem klaren Sieg gegen Kassel ist bei den Kickers bisher kaum was zu sehen. Vorne kein Durchkommen und hinten immer wieder Räume für die Gäste. Schon wieder Knipfer und Merck. Glück für die Kickers. Knipfer kann ungestört flanken und Merck ist vielleicht selbst überrascht von so viel Freiraum. Dann die Schlussphase der ersten Hälfte. Ecke von Dennis und Firat. Aber auch die beiden Kreativspieler des OFC heute noch ohne zündende Idee. Offenbach muss sich was einfallen lassen für den zweiten Durchgang. Und die Gastgeber kommen auf jeden Fall mit mehr Entschlossenheit aus der Pause. Kombinieren sich hier mal in den Aalener Strafraum. Soriano, Fetsch, Bernhardt. Aber da ist mal das neu formierte Sturmduo. Sorianos Schuss wird zur Vorlage für Fetsch, der den Ball aber nicht an Bernhardt vorbeibekommt. Nach einer guten Stunde verstärkt Barletta dann die Außen, bringt zur Botta und Fritscher für Calabrese und den heute unauffälligen Soriano. Und der OFC ist bemüht, macht in dieser zweiten Hälfte jetzt mehr Druck. Boyai, Fetsch, Pfosten! Nach 67 Minuten die größte Chance für den OFC. Fetsch scheitert aus kurzer Distanz am Aluminium. Aalen nach der Pause bisher nur noch mit wenigen Vorstößen. Jetzt wird Volz mal in den Strafraum geschickt und fällt. Schiedsrichter Vlodarczak entscheidet sofort auf Elfmeter. Aus dieser Einstellung leider nicht klar aufzulösen, ob Volz in der Mangel zwischen Cieliniecki und Marcos wirklich getroffen wird. Doch die Entscheidung steht. Jordan Brown tritt an, Ende Oktober aus der kanadischen Premier League auf die Ostalb gekommen, verwandelt. Der gebürtige Londoner, bei Arsenal und West Ham ausgebildet, zur Halbzeit eingewechselt, trifft zum 2:0. Jetzt bleiben dem OFC noch 20 Minuten für ein Comeback. Hier mal gut und direkt gespielt. Fritscher, Diersen, was eine Chance! Aber das passt irgendwie zum Offenbacher Spiel heute. Nach der Hereingabe ist Tim Diersen völlig frei, bringt den Ball aber nicht aufs Tor. Dann läuft schon die Schlussviertelstunde. Aalen konzentriert sich auf die Defensive. Hier mal aber ein langer Ball. Volz wurstelt sich durch. Flauder! Offenbachs Kapitän hält seine Mannschaft zumindest noch etwas im Spiel. Aber vorne fehlen seinen Kollegen die Ideen. Hier kommen sie aber mal durch. Fetsch abgeblockt.
Und 5 Minuten vor dem Ende nochmal der OFC. Vierath sucht in der Mitte wieder Fetsch. Doch auch Offenbachs Top-Torjäger bleibt heute Glück und torlos. Stattdessen kontert nochmal der VfR. Volz im 1 gegen 1 auf dem Weg zu seinem zweiten Treffer. Flauder rettet. Das ändert aber nichts an der 0:2 Niederlage für den OFC gegen einen cleveren und kämpferischen VfR Aalen. Klar war das jetzt nicht so eine Vorstellung, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Da müssen wir halt gucken, dass wir insgesamt auch etwas konstanter ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir wissen halt, dass viele Mannschaften gegen uns spielen und dann ganz anderen Fußball spielen als sonst in der Saison. Weil sie wissen, es geht gegen den OFC und darauf müssen wir halt vorbereitet sein, dass eine Mannschaft wie jetzt VfR Aalen gegen uns halt fast mit 11 Mann im 16er in der eigenen Hälfte steht und unsere Innenverteidiger auch sogar in der gegnerischen Hälfte stehen, um den Spielaufbau zu machen, ist natürlich dann schwer, da viele Chancen rauszuspielen. Doch so folgt auf den Derby-Sieg für den OFC der zweite Dämpfer nach dem Restart. Vor Weihnachten warten jetzt noch mal 3 arbeitsintensive Tage auf Angelo Balletta und sein Team. Am Dienstag geht's zum Jahresabschluss zur TSG Balingen.